So, schnelle Snacks aus der Heißluftfritteuse. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahr alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. Ich habe mir eine Scheibe Toast hier. Ich habe hier einen Camembert und habe hier Schinkenstücke. Also Schwarzwälder Schinken oder ja, Schinken allgemein. Als erstes lege ich mir jetzt da den Schinken so übereinander. Dann kommt der Camembert da oben drauf. Das Ganze wird zum Paket zusammengeschnürt. Ups. So, das war's schon. Auf den Rost. Ab in die Heißluftfritteuse, 180 Grad. Und ich schau mal, wie lange. So, ist es jetzt in der Heißluftfritteuse drin und dann schauen wir mal weiter. 81 Grad, 10 Minuten habe ich mal eingeschaltet. Mal sehen, ob ich lange überhaupt brauche. So, das war's auch schon. Kurz und bündig. Die 10 Minuten haben gelangt und es hat richtig lecker geschmeckt. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.